Hallo Leute, da geht's weiter in Starpoint Germany, Warlords und wir sind auf der Concordia und sind jetzt wieder der Chef sozusagen im Haus, beziehungsweise erstmalig der Chef im Haus, ich kenn's aus der Beta schon so. Und ja, die werden mir gerade gratuliert. Okay. Okay, hier wird jetzt ein bisschen Geschichte erzählt. Okay. Regroup und unsere Verteidigung aufbauen. Oh, es gibt ein paar Änderungen. Aha. Die Support Fleets, die kenne ich schon aus dem Star Chart hier. Und dann kann man hier irgendwelche Civilian Tasks machen, vermutlich. Und Trader kann ich alles mal verkaufen. Skills and Perks, ich bin ein Level aufgestiegen. Ich kann jetzt also hier das Ding upgraden, beziehungsweise vielleicht sogar das Ding updaten. Und Damage macht es aber immer noch nicht. Hält nur einen Moment länger durch. Ich gehe eher mal für tatsächlich ein Drittel mehr Damage erstmal. Das macht, glaube ich, mehr Sinn als das andere. So, und dann Freelance. Ja, hier eine Mission, die ist fehlgeschlagen. Main. Okay, und jetzt? Was muss ich jetzt eigentlich machen? Das ist so manchmal... Ah. Okay, dann gucken wir mal. Ja, ist ja gut. Okay. Genau, und die zivilen Tasks, das kenne ich schon. Send Fleet. The fleet is on its way. Once the task is completed, the fleet will notify you of the results. Das kennen wir schon, genau. Also da, das ist das Einzige. Ja, gibt erstmal nur das eine. Task was a success, Commander. Oh, das ging schnell. The fleet retrieved some resources. Whoa. Fleets to do different types of tasks. Civilian fleets are a great way to gather resources for Concord. Krass. Hiermit, also mit Material, hatte ich immer meine Probleme. So, erstmal soll ich die heilen. Okay. Hier stand doch aber heil. Na gut. Dann docken wir mal. So, und dann geht's hier jetzt. Construction, das kenne ich schon aus der Beta. Und wir sollen das Mining-Modul bauen. Da haben auch genug. Und wir haben richtig viel Material. Also das war immer mein Problem in der Beta. Und Close und Leave. Die Konstruktion des Mining-Modules ist completed. Let it be noted that construction of different modules yields varying benefits to the Concord. You can find out all the details in the construction department of the HQ. Muss erstmal ein bisschen das Universum hier bestaunen. Na, dann werden wir da mal hinfliegen. Hier, Main Mission. Ah, Civilian Task. Send Fleet. Noch ein. Da. Send Fleet. So, und dann fliegen wir mal. Also, jetzt richtig. Ja, Main Mission. Fliegen wir mal dahin. Go to Tutorial Waypoint. Okay.
viel Neues werde ich jetzt vermutlich nicht lernen, aber Achso. Ich soll die rufen. Hail. Okay, Hammer. Okay, I understand. Es ist lustig, dass man manche Sachen halt nur hier über Star Chart machen kann. Und jetzt Construct. So. Und jetzt wird die hier gebaut. So. Mining Operation. So, hier gibt es relativ wenig Material tatsächlich. Huch. Build ships. Build one. Satya MQ1. Add to queue. Close. And go. Hier war doch gerade. Hat sie so angehört, als ob hier irgendjemand auf irgendjemand anders schießt. Ich sehe allerdings nichts, was hier mit Schießen zu tun hat. HQ reports, one of our fleets have returned. Also, das war das. Wait for your ship to reconstruct it. Naja, das ist nur so ein ganz einfaches, billiges, nicht wirklich gutes Schiff. Wie lange dauert das noch? Wir können nachgucken. Build ships. 94% ist fast fertig. So, Fleet Management Part 2. Left Mouse Button. So. Ach da. Die Fleet und... So, follow the player. Naja, noch nicht wirklich. Erfahrungsgemäß aus der Beta brauchen wir da noch eine ganze Menge mehr an Schiffen. Ach, die schießen da auf die... Kann nämlich auf die diese Teile hier schießen. Wenn einer nahe genug ist, geht der kaputt. Aber ich glaube, ich hab hier keinen, der nahe genug ist. Kann noch nicht mal einen anklicken. Okay, so. Collect all. Danke. Go to Concordia. Engaging sublight. So. Und dann kann ich die nämlich zerstören. Dauert einen Moment. Wenn wir mit allen schießen, geht es noch ein bisschen schneller. Und da kriegen wir ein paar Ressourcen raus. Das habe ich dann letztes Mal auch festgestellt. Jump. Ist nicht viel, aber nimm mal mit. So. Sieht's mit Ressourcen aus. Ja, also Matthias dürfte das Problem auch werden. Also wahrscheinlich hätte ich jetzt gar nicht docken sollen. Sell all. Sondern hätte das nur heilen sollen. Genau. So, hail. So funktioniert dann das Reden nicht auf der Station, sondern man ruft ihn vom Weltall aus. Okay.
Okay. Salvage Stones has scavenged junk, dismantle capture chips. Okay. So, wir sollen also zwei weitere Schiffe bauen. Erstmal werden wir hier unsere zivilen Tasks losschicken. Achso, und dann wollte ich hier mal gucken. Build Ships. Add to queue. Add to queue. So. Machen wir mal ein bisschen Flotte hier. Sollen die mir auch folgen? Macht ihr vielleicht Sinn. So. Und dann. Achso. Zwei Schiffe. Ich dock mal so lange an und guck mal, kann ich. Ne, Construction wahrscheinlich noch nicht. Kann ich hier was constructen? Salvage Depot Level 1. Da. Wir brauchen 350. Ja, die habe ich nicht ganz. Schade. Okay, Construction. Nein. Shipbuilding. Gibt es nämlich hier auch. Sehen wir, wie weit wir sind. Dauert auf jeden Fall noch einen Moment. Wir machen so lange mal noch schnell einen Job. Auf irgendwas, was nicht so weit weg ist. Also alles weit weg. Nehmen wir mal Salvage. Das bringt uns noch ein bisschen Ressourcen auf jeden Fall. Und ein bisschen Erfahrungspunkte. Also schaden kann es nicht. Mal zwischendurch noch was machen. Wenn man hier dann auch gucken kann, wie weit das mit dem Schiffbau ist. Und hier wird ein bisschen länger dauern. So. Und hier folgen mir dann das ein Schiff in meiner Flotte. Da hinten sind die anderen Schiffe. Da sind Feinde. So, mit dem machen wir hier mal einen kurzen Prozess. Was? So. Dahin. Weiter geht's, weiter geht's. Ein Ding müssen wir noch bauen. Fleet Task completed. Gucken, wann es neue Fleet Tasks gibt. Mir gewünscht, dass es ein paar mehr gibt, weil teilweise die in Fleets halt auch nur rumstehen. Das war halt auch einer der Punkte, wo ich denke, ja, muss man ein bisschen aufpassen, die Schiffe bauen, das ist ganz schön teuer und viele kleine Schiffe gehen auch relativ schnell drauf. Also da jetzt 3, 4 von den kleinen Schiffen zu bauen, bringt relativ wenig. Zumindest war es in der Beta so, wenn die relativ schnell draufgehen im Kampf. Und dann, ja, kosten die halt auch tatsächlich richtig Ressourcen. Sekunde, ich muss jetzt mal irgendeiner dieser F4 Equipment. Da haben wir nichts, da kommt das Ding Mount. So, dann haben wir die nämlich hier drin. Okay. So, wir machen aber erstmal das Ding hier noch. Collect all. Ich gehe die nicht in der Reihenfolge, in der sie mir jetzt angezeigt werden, durch, sondern gehe sie einfach so durch. Das, was gerade in der Nähe ist, wird eingesammelt und dann.
ist gut, sozusagen. Na los, komm. Cybernet-Implants sind... Warum sind die denn illegal? Das kann ich jetzt gar nicht verstehen. Und den auch noch. Gleich. So, Shop. Okay, dann haben wir das Teil gefunden. Kriegen ein bisschen Erfahrungspunkte und ein bisschen Geld. Und das ist ganz nett. Hier gibt es wieder Freelance Missions. Nicht Civilian Missions heißen die. So, und wir sollen einmal zu diesem Relay-Satelliten fliegen. Ja. Und du... Sag mal, follow the player. So, und dann haben wir hier unsere Flotte. Eine Fregatte, zwei Korvetten, ein Gunship und ja, das ist ganz nett. Also sieht man da und da, die verteilen sich dann hier so eigentlich. Genau, da ist auch eins. Und da, also da fliegt man dann schon auch ein bisschen. Ist ein bisschen größere, bisschen größere Flotte und mit größeren Schiffen macht es dann auch tatsächlich Sinn und funktioniert auch. So, ich will nur erstmal das, was ich hier eingesammelt habe, verkaufen. Und dann werden wir noch zu dem Relay-Satelliten fliegen. Ich denke mal, das sollte noch machbar sein. Und dann wird die Zeit auch schon wieder rum sein. Das dauert, das dauert. Also Fliegen durch den Weltraum so ist schon eine relativ langwierige Angelegenheit. Ja. So. Und dann sagen wir Trader. Sell all. Gut. So. Leave. Und wir wollen hier hingehen. Nein, dahin soll ich. Dahin soll ich. Nicht zu dem... Ah, okay. Ich dachte zu dem da unten, aber ich soll zu einem anderen. HQ reports, one of our fleets have returned. So. Hier ist meine Flotte. Und wir verlinken uns mal mit dem. Das sollte relativ easy gehen, hoffe ich. Und bis jetzt sieht es auch so aus, als sind gar keine Feinde in der Nähe. All hands be advised, bis jetzt. We've entered a hostile region. Was machen die da gerade? Die, die gerade von alleine gegeneinander geknallt und jetzt davon gedriftet? Die Asteroiden bewegen sich. Interessant. So, da ist die... dieser Link. Da oben ist ein... Hack the Satellite. Hacken wir mal. Satellite Hacking. Cool. Ah. Okay. Gibt ein Battle.
War ja zu erwarten. So, wo sind sie denn? Da sind sie. Jump. Der ist, glaube ich, weg. Und der ist auch weg. So, noch mehr? Und dann soll ich einen Forward Outpost conquern. Eigentlich gab es hier doch irgendwo noch den da. Nee, den da nicht. Das ist nur der Relay Satellite. Irgendwo gab es hier doch dieses komische Wurmloch. Wo ist denn das? Wo ist denn das Wurmloch? Ich wollte das scannen. Die Anomalie, wo kommt die her? Da. Hab sie nicht gesehen. Hat sich aber sehr gut versteckt. Jetzt. Ich konnte die ganze Zeit nicht auswählen. Kurios. So. Anomalie scanned. Das machen wir noch. Und das machen wir noch. Den sollen wir jetzt einnehmen. Mit unserer Mini-Flotte da. Okay. Was soll's. So viel Zeit muss sein. Wir machen das mal noch schnell. Ich hoffe, das geht einigermaßen schnell. Ich bin nicht so sicher. So. Na denn. Conquer the marked forward outpost. Mal gucken, wie es uns hier ergeht. Battle started. Das dürfte bis jetzt relativ gut aussehen. Das war sehr einfach. Okay. Wir sollen die Flotte noch zu einer anderen Station leiten. Main Mission. Okay. Da wir mit dem Sublight-Ding... Ah, jetzt haben wir das Gebiet hier eingenommen. Cool. Sehr schnell dahin springen. Machen wir das mal. So. Sehe gerade da nichts sonst. Ja, mal gucken. Wird ein bisschen länger jetzt die Folge, aber okay. We should have it in our sights. Destroy defending ships and platforms. HQ reports one of our fleets have returned. You're flying too close to the sun, Barak. We're coming up on a hostile installation. Ich kann ihn nicht auswählen. Also. Jetzt müssen wir hier diese... Plattform erledigen und das Zeugs erledigen. Den Schildgenerator erledigen. Das scheint gar nicht so einfach zu sein. Das ist ein eher langwieriger Prozess hier anscheinend. Ah, die Plattform kann ich zumindest angreifen. Jump, das ist schon mal gut.
Schaden machen die jetzt bei mir nicht wirklich. Also. Den Schildgenerator muss ich den eigentlich auch zerstören? Ich weiß es gar nicht. Oder reicht es, diese Plattform hier zu zerstören? Man wählt so leicht ein anderes Target aus. Das ist blöde, so. Schon wieder. Wie viel muss ich hier eigentlich kriegen? So, und das Ding weg. Wo haben wir denn noch was? Die Schildgeneratoren. Kann ich gegen die Schilde knallen? Gehe ich dann drauf? Eine Weile dauern. Na, können wir mal eine Rakete starten? Weiß noch nicht. Jump. Kann ich zumindest mit den Raketen das ein bisschen beschleunigen. Allerdings habe ich nicht so super viel Raketen. Meine anderen Schiffe bekämpfen sich gerade mit irgendwas anscheinend noch. Ich werde mal kurz gucken, wo die sind. Da nämlich. Da gibt es nämlich noch irgendwelche Schiffe, die hier Ärger zu machen scheinen. Fliegen wir mal schnell hin. Ah, geht doch. So. Und dann fliegen wir wieder hier hin. Gucken mal. Einer der Schildgeneratoren dürfte ja schon ganz schön mitgenommen sein. Noch eine Plattform. Nehmen wir mal die Plattform erstmal auseinander. Okay. Gut, so. Okay, also, ich soll das Research and Development Modul auf der Concordia machen. Was kann ich hier machen? Kann ich mich hier... Nö, kann ich nichts machen, aber wir haben das eingenommen. Nur passieren tut da nichts. So, das sind wieder Civilian Tasks hier, da und da noch einer. Schupp. Noch mehr? Achso, neue Region und da gibt es dann auch welche. Wir gehen erstmal wieder zurück zur Concordia. Boink.
Voll gegengeknallt. So, genau, das ist unsere Flotte. Halt. Nifaneos wollte ich gar nicht, sondern. Okay. Wir sollen da was bauen. Da muss ich aber, glaube ich, hinfliegen. Und ich kann anscheinend nur so langsam hinfliegen. Okay. Ich werde das dann auch nicht mehr in dieser Folge machen. Das macht ja keinen Sinn. War erstmal lang genug, die Folge. Ein bisschen überzogen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ja, und dann wird es jetzt so langsam Schritt für Schritt weitergehen, glaube ich, die Concordia wieder auszubauen. Search and Development Modul soll ich bauen. Mal gucken, ob ich da schon genug Ressourcen habe. Und dann wahrscheinlich die Flotte ein bisschen vergrößern und dann wird es so langsam losgehen. Ja, ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder reinschaut und mit dabei seid, wenn ich weiter die Kampagne spiele. Bis dann!